forms of legitimacy might come into direct conflict where, for instance, an attempt to make the EU more effective by removing member states' veto over a policy area which will make it easier for the EU to take decisions could be seen as a reduction in democratic legitimacy from the point of view of a national parliament, which will no longer have full sovereignty over decisions in that policy area. Im Grunde steht da schon drin, worum es geht. Ist jetzt auch nicht so schwer zu verstehen. So, es geht dann weiter mit Input Legitimacy. Ich kann mal gerade vorlesen, was das heißt. The question of how the EU should accomplish these tasks is linked to the concept of Input Legitimacy. Ich unterstreiche das mal. Also Output Legitimacy heißt what it should be doing and Input Legitimacy heißt how it should be doing. So. Und es wird zuerst gesprochen über, wie soll das gemacht werden. Entschuldigung, wie lange dauert der Termin? Ich würde Sie bitten, den Gerichtssaal zu verlassen. Ich verweise Sie aus dem Gerichtssaal und dann war der Prozess auch schon zu Ende. Man muss am Amtsgericht nur fragen, wie lange der Gütetermin dauert. Und der Richter kann dann schon zu einem Urteil kommen. Der Typ ist so allmächtig und allwissend, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Der hat die Unterlagen, hat sich dann schon ein Bild gemacht. Ich habe dann auch schon gefragt, wann Schluss der Beweismittelannahme ist und habe gesagt, dass das Arschloch seine Beweismittelbeweise genannt hat und das schon ein Grund wäre, mir Recht zu geben. Der Richter kann, oder angebliche Richter, ich weiß es nicht, ich nenne ihn einfach mal Richter, damit ich mich nicht strafbar mache, der Richter konnte der Argumentation nicht folgen. Bei der Klitsche in Grefrath mit dem angeblichen Rechtsanwalt, und da lege ich mich weiter aus dem Fenster und nenne das Arschloch angeblicher Rechtsanwalt und ich sage hier schon mal, hallo Polizei Wuppertal, da läuft nämlich mittlerweile ein Ermittlungsverfahren gegen mich, weil ich das tue. Der kann sofort Beweise finden, der wartet auch nicht bis zum Ergebnis des Prozesses, bis einer überführt wird, sondern der kann das schon vorher. Typ ist so Banane, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kenne ihn schon was länger, der ist hier in Solingen aus Humboldt-Gymnasium gegangen. Das ist ein absoluter Junkie, der Typ. Alle macht den Drogen, mehr sage ich dazu nicht. Muss ich mir noch eine Fliegenklatsche kaufen oder meine Mutter ihre klauen? Naja. So, noch knapp 10 Minuten. Ich glaube, ich beende das hier. Ist eh über eine Dreiviertelstunde. Also, alle macht den drogensüchtigen Rechtsanwälten.
und Richtern die Beweise von Rechtsanwälten entgegennehmen, im Güteverfahren Anträge entgegennehmen und sich, nee, ich sag, das ist, ich hatte den Eindruck, der Typ kann nicht mehr lesen und schreiben, tschüss. Zumindest nicht richtig. Ich weiß nicht, wer dessen Urteile schreibt. Die sind wahrscheinlich schon alle fertig und dann drücken wir noch auf Ausdrucken. Da muss auch nicht genau passen, Hauptsache es passt so ungefähr.